Zum Thema KGV, kleinstes gemeinsames Vielfache, und GGT, größter gemeinsamer Teiler. Die Menge 18n, das ist die Menge aller natürlichen Vielfachen von 18. Die Menge 30n, das ist die Menge aller natürlichen Vielfache von 30. Von der 0 abgesehen, können wir erkennen, dass 90 das kleinste gemeinsame Vielfache von 18 und 30 ist. Hinterher folgen noch gemeinsame Vielfache, aber diese 90 ist das kleinste gemeinsame Vielfache und wir schreiben KGV für kleinstes gemeinsame Vielfache von 18 und 30, das ist diese 90. Jetzt schauen wir die Teiler von 18. Das ist die Menge, die diese sechs Zahlen enthält. Am einfachsten findet man sie durch 1 mal 18 macht 18, 2 mal 9 macht auch 18, 3 mal 6 macht auch 18. Nach der 3 kommt die 4, 4 ist aber kein Teiler von 18 und die 5 auch nicht. Somit haben wir alle Teiler aufgelistet. Wir machen dasselbe für div30. Das ist die Menge, die diese Teiler von 30 enthält. Wir bestimmen sie wie folgt. 1 mal 30 macht 30. 2 mal 15 macht auch 30. 3 mal 10 macht 30. 4 ist kein Teiler, 5 aber wohl und 5 mal 6 macht 30. So sind wir sicher, alle Teiler von 30 berücksichtigt zu haben. Jetzt schauen wir uns die Teiler an. 1 ist selbstverständlich ein gemeinsamer Teiler. 2 auch. 3 auch. 5 nicht. Aber 6 wohl. Und dann kommt die 9, die 18, die steht hier nicht. Und hier kommt 10, 15 und 30. Diese drei Zahlen stehen da nicht. Diese 6 ist also der größte gemeinsame Teiler von 18 und 30. Wir schreiben GGT von 18 und 30, das ist diese 6. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man das KGV von zwei Zahlen berechnen, ohne diese Mengen aufzuschreiben und wie kann man den GGT von 18 und 30 berechnen, ohne diese Mengen aufschreiben zu müssen. Das macht man durch Primfaktorenzerlegung. Beginnen wir mit der 18. 18 kann man durch 2 teilen und 18 geteilt durch 2, das macht 9. 9 kann man nicht mehr durch 2 teilen, aber durch 3. 9 geteilt durch 3 macht 3. Und diese 3 kann man nochmal durch 3 teilen, so stoßen wir auf 1. Die Primfaktorenzerlegung von 18, das ist also 2 mal 3 hoch 2. So, jetzt die 30. Die können wir durch 2 teilen. 30 geteilt durch 2, das macht 15. Kann man nicht mehr durch 2 teilen, aber durch 3. 15 geteilt durch 3, das macht 5. Die kann man nicht mehr durch 3 teilen, aber durch 5. Und 5 geteilt durch 5 macht 1. Daher diese Primfaktorenzerlegung von 30. Es ist 2 mal 3 mal 5. Um von diesen zwei Zahlen das KGV zu bestimmen, macht man wie folgt. Das KGV von 18 und 30 ist, man berücksichtigt alle Primfaktoren, die in den beiden Zerlegungen vorkommen, und das mit größtem Exponenten. Die Primfaktoren, die vorkommen, sind 2, 3, da auch, und die 5. Also schreiben wir schon mal 2 mal 3 mal 5. Und wir sollen hier jeweils den größten Exponenten nehmen. Von der 2 ist der größt vorkommende Exponent die 1, daher 2 hoch 1. Für die 3 ist der Exponent hier 2 und dann 1. Wir sollen den größten nehmen, also 3 hoch 2. Und dann mal diese 5, die kommt ja nur da vor.
Dieses Produkt ergibt 90. Daher KGV von 18,30 ist 90. So wie wir es hier schon festgestellt hatten. Um den GGT zu finden, macht man wie folgt. Man nimmt alle gemeinsamen Primfaktoren und das jeweils mit dem kleinsten Exponenten. Die gemeinsamen Primfaktoren sind hier 2 und 3. Die kommen auch da vor. Die 5 ist nicht gemeinsam, sie kommt ja nur hier vor. Also schreiben wir schon mal 2 mal 3. Und wir sollen sie jeweils mit dem kleinsten Exponenten nehmen. Der Exponent für 2 ist da 1, da auch. Der kleinste ist also diese 1. Für 3, der Exponent ist hier 2 und hier 1. Der kleinste ist also 1. Und dieses Produkt ergibt 6, wie wir es eben schon festgestellt hatten. Wir werden jetzt das KGV und den GGT von diesen drei Zahlen bestimmen. Legen wir los mit der Primfaktorenzerlegung von 2700. Diese Zahl kann man durch 2 teilen. Der Quotient ist 1350. Diese Zahl kann man wieder durch 2 teilen. Der Quotient ist 675. 675 können wir nicht mehr durch 2 teilen, aber durch 3. 675 geteilt durch 3, das macht 225. Und da die Quersumme von 225 teilbar ist durch 3, ist 225 auch teilbar durch 3. 225 geteilt durch 3 macht 75. Das kann man nochmal durch 3 teilen, macht 25. 25 kann man nicht mehr durch 3 teilen, aber durch 5. 25 geteilt durch 5 macht 5. Und diese 5 können wir nochmal durch 5 teilen und so stoßen wir auf 1. 2700 ist also dasselbe wie 2 im Quadrat mal 3 hoch 3 mal 5 im Quadrat. Wir halten diese Zerlegung hier fest. Jetzt dasselbe für 3240. Kann man durch 2 teilen. 3240 geteilt durch 2 macht 1620. Kann man nochmal durch 2 teilen, macht 810. Geteilt durch 2 macht 405. Jetzt können wir nicht mehr durch 2 teilen, aber durch 3. 405 geteilt durch 3 macht 135. Kann man nochmal durch 3 teilen, macht 45. Kann man nochmal durch 3 teilen, macht 15. Kann man nochmal durch 3 teilen, macht 5. Kann man nicht mehr durch 3 teilen, aber durch 5. Wir sehen so, dass 3240 genau dasselbe ist wie 2 hoch 3 mal 3 hoch 4 mal 5 hoch 1. Das ist also die Primfaktorenzerlegung für diese Zahl. Jetzt noch dasselbe für 6300, geteilt durch 2 macht 3150, geteilt durch 2 macht 1575. Jetzt teilen wir durch 3, macht 525, nochmal durch 3, macht 175. Diese Zahl kann man nicht mehr durch 3 teilen, aber durch die nächste Primzahl 5. 175 geteilt durch 5 macht 35. Die kann man nochmal durch 5 teilen, macht 7. Kann man nicht mehr durch 5 teilen, aber durch die nächste Primzahl 7. Und das macht dann 1. So erkennen wir schnell die Primfaktorenzerlegung von 6300. Jetzt suchen wir das KGV, das heißt das kleinste gemeinsame Vielfache von diesen drei Zahlen. Dazu berücksichtigt man alle Primfaktoren, die vorkommen, und das mit dem größten Exponenten. Die Primfaktoren, die vorkommen, um dieses KGV zu berechnen, sind 2, 3, 5 und 7. Wir sollen also all diese Primfaktoren berücksichtigen und das jeweils mit dem größten Exponenten. Schauen wir zuerst für 2. Die Exponenten sind 2, 3 und 2. Der größte davon ist die 3. Also schreiben wir den als Exponent von 2 dahin. Jetzt die 3. Die Exponenten sind 3, 4 und 2, wovon der größte 4 ist.
Wir schreiben hier als Exponent von 3 diese 4. Jetzt die 5, 2, 1, 2. Der größte Exponent ist 2. Und die 7 kommt nur davor, also ist der größte Exponent die 1. Hier haben wir also 8 mal 81 mal 25 mal 7. Und dieses Produkt ergibt 113.400. Jetzt berechnen wir den GGT von diesen drei Zahlen. Dazu sollen wir alle gemeinsamen Primfaktoren jeweils mit dem kleinsten Exponenten berücksichtigen. Die gemeinsamen Primfaktoren sind 2, 3 und 5. Die 7 nicht, die ist nicht gemeinsam. Dieser Primfaktor kommt nur bei dieser Zahl vor. Wir nehmen also die gemeinsamen Primfaktoren 2, 3 und 5 und das jeweils mit dem kleinsten Exponenten. Schauen wir für die 2. Die Exponenten sind 2, 3 und 2, wovon der kleinste also 2 ist. Jetzt bei der 3. Die Exponenten sind 3, 4 und 2, wovon der kleinste die 2 ist. Die Exponenten von 5 sind 2, 1, 2, wovon der kleinste 1 ist. Und 4 mal 9 mal 5, das macht 180. Und somit ist diese Übung beendet.